Jahr 52 der kleinen Kingdom Castle schieß mich tot Geschichte. Um ein Volk geht es sichtlich gut. Die neue Nordwallmauer wird zukünftig mein Volk auch besser schützen. Auch wenn die Wikinger letztes Mal aus einer ganz anderen Perspektive kamen. Beziehungsweise ganz andere Ecke. Aber ich denke mal, das ist ein guter Schritt in eine sichere und saubere Zukunft. Warum auch immer das die Welt sauberer macht, aber das klappt schon. Und ich denke, weil wir immer noch mehr Eisen produzieren, als wir in den Schmieden verbrauchen, kann ich noch eine weitere Schmiede setzen. Ach komm, wir machen direkt zwei. Und hier vorne noch eine Eisenmine und gut ist. So, ein Drache gesichtet. Der muss erstmal über unsere Südmauer. Wo aber noch nicht die Verteidigungsgeschütze gebaut sind alle. Hauptsache die Baracken brennen schon. Komm, flieg über das Schloss. Über dem Schloss gehst du mich ruckizucki down. Der ist aber auch noch nicht größer, ne? Ah, er haut direkt ab. Nächstes Mal kommt er ja nicht mehr so leicht durch. Und die Burgmauern stehen. Oh, und das Land ist nicht sehr fruchtbar. Ist echt ätzend. Ich würde mich gerne natürlich die Farmen, so wie ich am Anfang gesagt habe, schon auslagern aus der Stadt, damit ich die Stadt ausbauen kann. So, damit ist das Stein erstmal verschwendet. Da zwei Ballisten oben drauf und super. Das war's dann erstmal. Ach guck mal, du kriegst sogar plus 10 Happiness, wenn du den Drachen in die Flucht schlägst. So wie ich es gerade gemacht habe. Was aber immer noch ein Problem ist, natürlich, wo will man hinkommen? Beziehungsweise, wenn jetzt Wikinger angreifen, dann können die doch auch an Land gehen, wo ich jetzt einfach keine Mauer habe. Und
Und gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, Fruchtbarkeit zu erzeugen? Schade, ich wüsste nicht wie. Das hier drüben ist ein ziemlich fruchtbares Gebiet. Ist natürlich auch sehr weit weg von meiner aktuellen Besiedlung. Aber egal, die Leute können ja alle laufen. Die sind so knuffig, ey. Verdammte Hacke. Guck mal, wie sie einfach durchs Wasser laufen. Noch haben wir Futter, keine Panik. Wir haben Vollbeschäftigung. Das ging... nee, das darf ich jetzt nicht sagen. Vollbeschäftigung, das gab es zu anderen Zeiten, als noch jemand eine Schaufel bekommen hat. Aber darüber darf man ja nicht reden. Vor allem nicht als Deutscher. So, dann versuchen wir jetzt mal langsam, aber sicher die Auslagerung zu beginnen. Also entweder lasse ich jetzt mein Volk verhungern. Oh, es läuft ganz gut. Nein, kein Treasure Room. Wo haben wir die Library da? Die reicht nämlich, wenn wir die hier oben setzen. Ich hoffe, dass der Bau von normalen Gebäuden priorisiert wird vom Spiel automatisch.
Oh, ein Holzfäller ist zwischendurch kaputt gegangen. Moment, hack das auch mal weg. Dann kriegen wir hier vorne nämlich auch nochmal einen Holzfäller hin. Übrigens, in der ersten Folge, ich habe in Englischen das falsch gesagt. Ich habe es an überflogen gehabt. Das kann jedem immer mal passieren. Dass man die Holzfäller halt nicht überschneiden darf. Was aber doch geht. Zur Hälfte hin geht das ja. Nicht jeder Zugang zu... Achso, kommt jetzt aber. Wird da ja gerade aufgebaut. James Despot ist im hohen Alter gestorben. Jetzt sterben die Jungs schon, weil sie alt sind. Wo soll das nur enden? Früher war alles besser. Tja, das Hungern ging doch eine ganze Ecke schneller als gedacht. Da zünden wir erstmal die Felder in Brand. So, da kommen mal Wikinger nochmal. Oh, da sind die auch noch am Bauen. Unsere Verteidigung steht noch gar nicht. Das sind einfach noch mehr als vorher. Vor allem ist mein äußerster Wall nicht optimal. Lass mich raten, die laufen jetzt außerhalb einfach lang um das Wasser. Ha, wusste ich's doch. Aber dann kommen die wenigstens direkt an meiner Burg vorbei. Und die Burg heizt gut ein. Und wir werden sterben wegen Hunger. Also beziehungsweise, es sieht schlimm aus. Sie brandschatzen gerade auch die Felder ganz schlimm. Na super. Ach, der Drache ist auch ein bisschen größer. Mama kommt jetzt. So, damit ist der Wikingerangriff durch.
Moment, Library, 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 Library. Ich weiß, die haben alle Hunger. Ich arbeite auch hart dran, das zu verbessern. Ich habe jetzt nur hier vorne die Häuser hingesetzt. Ich hoffe, dass die wirklich es so machen, wie ich es mir gerade vorstelle, dass die den Arbeitsweg verkürzen. Also, dadurch, dass ich halt hier vorne dann Häuser stehen habe, hier auch wirklich Leute hinziehen, die auf den Feldern arbeiten. Das wäre für mich so das Sinngemäße. Okay, wir haben keinen Platz mehr, um den Stein einzulagern. Dann einfach noch ein großes Lager hier vorne hin, oder? Dadurch, dass meine Leute ja schon ein bisschen verhungern, fehlen einfach die Arbeiter. Aber oh, die kriegen das Futter nicht schnell genug in die Granary geladen im Moment. Gab es nicht sowas wie andere Straßen? Das habe ich wohl geträumt, dass es Steinstraßen gibt. Warum bedeutet das, dass ich ja gar keine Möglichkeit habe, in irgendeiner Form Nahrung schneller wegzutransportieren? Außer ich habe wirklich Leute, die nichts zu tun haben. Oh, ich mache es wirklich noch so, dass wir hier draußen auch nochmal eine kleine Granary setzen. Aber das finde ich dann falsch, oder? Es muss doch in die Stadtmauern gebracht werden. Ich hoffe mal, es liegt wirklich einfach nur daran, dass die zu wenig Arbeit im Moment haben. Jetzt bitte nicht sofort ausrasten, dass ich hier Häuser baue, obwohl ich gerade eine Hungersnot habe. Ich werde in der Stadt ein Haus abreißen gleich. Um den zweiten Marktplatz zu bauen.
Weil wenn ich wirklich bei der Distanz dann nicht mehr drauf zählen kann, dass die Sachen hier ordentlich verteidigt werden in dem Sinne, beziehungsweise auch beliefert, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Dann muss ich das doch mehr komprimieren. Die schaffen es nicht mal 100% die Felder, die drinnen sind, abzuernten. Wie ich das gerade richtig gesehen habe. So, reiß den mal ab. Da kommt nämlich ein Marktplatz hin. Ich habe so ein paar Hinterorte, also beziehungsweise Ortsprobleme. Ich teste mal, ob es eine Besserung gibt, wenn ich hier die Granary so hinsetze. Und hallo, Drache. Was kosten Pier? 25 Holz, 50 Stein. Aber auch nur ein kleiner Drache. Oder kann ich irgendwie eine Zahl der Arbeiter erhöhen? Ach, weißt du, wo ich Steinstraßen gesehen habe im Anno? Jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, ist das schon ein bisschen was her. Ich habe ja letztens Anno 1404 nochmal gespielt und da habe ich nämlich mich so geärgert, dass Steinstraßen so viel Stein kosten. War ja schon lange her, da ich das letzte Mal angepackt habe. Aber ich brauchte irgendwas zum Spielen. Das kennt ihr bestimmt auch. Du hockst dann da und denkst dir so, oh, das ist keine Lust, keine Lust, keine Lust. Und dann holst du dir irgendeinen Klassiker raus. Vier Menüs und trotzdem kann ich mir nicht vernünftig merken, was ich anzuklicken habe. Ich sehe gerade die Eisenmine, da ist kaputt gegangen. Ja, nimm mal den Bäcker.
Taverne bauen wir gleich auch noch. Gleich haben wir 400 Einwohner. Und verhungern tun sie gerade nicht. Noch nicht. Anscheinend kriegen sie auch inzwischen die Nahrung schnell genug von den äußeren Feldern weg. Hier unten wäre noch gut für ein Feld. Also sind doch wieder zwei verhungert. Plus 327. 528 müsste ich produzieren. Langsam macht sich mein Königreich. Auch wenn ein bisschen mehr Holz nicht schaden würde. ...444 Einwohner und trotzdem alle beschäftigt. Oh, toll. Sehe schon. Haufen Leute sind krank geworden. Das werden meine vier Ärzte wohl kaum schaffen. Ja. 31 gestorben, dann kann ich auch direkt ein Ding abreißen und kann stattdessen hier in der nördlichen Stadt noch ein Hospital bauen. Nebenbei können wir mal ein paar Soldaten trainieren. Obwohl ich finde, Mauern sind wichtiger als die Soldaten. Das Heer macht nicht so viel aus. Gammeln den ganzen Tag die Doktoren hier an der Treppe.
und reden nur, na, was sollen wir nur tun? Es gibt nichts zu tun, keiner ist krank, verdammte Scheiße, moderne Medizin. Ich habe eine Idee, lass uns doch einfach eine Pharmaindustrie gründen und wir machen die Leute nur so weit gesund, dass sie Geld investieren in uns. Ja, das ist eine großartige Idee. Das sollten wir definitiv die nächsten 100 Jahre ausbauen. Oder 200 oder 300 oder 400 Jahre. Ist ja auch egal. Bringt alles Geld.